Christian, was ist dein größter Weihnachtswunsch? Ja, Martin, das ist natürlich eine schwierige Frage heuer. Also mein eigener persönlicher Wunsch ist, dass ich mir jetzt dann wünsche, dass ich jetzt dann mal 2 Wochen nicht mehr in meinen Terminkalender schauen muss und dass ich nur einen guten Krimi finde, der irgendwo im Süden Italiens spielt und den ich mir dann auf dem Sofa über Weihnachten lesen kann. Aber dann habe ich noch einen kleinen anderen Wunsch auch, weil ja gerade die Zeit so ganz komisch ist irgendwie, würde ich mir wünschen, dass alle Menschen um mich herum wenig Angst haben und wenig Unsicherheit haben, sondern einfach das ausstrahlen, was das Weihnachtsfest ausmacht, nämlich ein bisschen Fröhlichkeit weitertragen und andere auch mit der Fröhlichkeit ein bisschen anstecken können, sodass es trotzdem ein schönes Weihnachtsfest wird, obwohl man fast nicht raus darf und sich immer daheim aufhalten muss. Und vielleicht gibt es ja da beim einen oder anderen einfach so kreative Ideen, dass man einfach ein bisschen gegenseitig zum Lachen kommt, wenn man sich doch begegnet. Ich habe da mal eine Idee, da man ja immer die Maske braucht. Vielleicht könnte man es so einfach ein bisschen fröhlicher machen heuer an Weihnachten und die Leute doch zum Lachen bringen. Es ist gut, es ist ein guter Weihnachtswunsch, der auch für andere Menschen schön ist.